So, in der Hoffnung, dass jetzt alles funktioniert, heiße ich euch herzlich willkommen zur dritten Folge von Infamous First Light. Ich bin Semni, das sind Neonklumpen, wie sie im Deutschen heißen. Ich habe keine Ahnung, wie der Originalname ist, aber wahrscheinlich klingt der um einiges cooler. Und wie ihr seht, ich hab eine neue Fähigkeit freigeschaltet, nämlich den Flugsprint. Also dann kann ich in der Luft nochmal so explosionsartig vorwärts kommen. Das konnte ich anscheinend schon, das habe ich vorhin nicht bemerkt. Und ich kann allgemein mal zeigen, ich habe auch die Neonkapazität erhöht, das Schnellfeuer erlernt und Nahkampffinisher wusste da glaube ich schon. Luftsprint heißt es einfach, genau. Genau, das haben wir also schon gesehen. Zwei Fähigkeiten fehlen noch und ja, es ist nicht ultra umfangreich, aber wie gesagt, für den kleinen Rahmen, in dem das gedacht ist, finde ich es absolut großartig. Genau, da hinten ist ein Graffiti, das mache ich mal noch kurz. Einfach, weil ich die Graffitis im Hauptspiel schon immer unglaublich geil fand. Weil sie halt wirklich vom künstlerischen Aspekt klingt ein bisschen doll hochgreifend für so ein Spiel, aber immer schon ziemlich cool waren. Das ist jetzt natürlich noch versimpelter als vorher. Ach da. Und steuert sich auch richtig geil. Das hier ist für dich, Brent. Oh, das ist süß. Zudem bringen die Sachen hier Punkte. Deswegen mache ich die auch nicht offscreen nach Möglichkeit. Sondern zeigt die euch. Und ich viel rum. Das tut mir auch leid, aber tatsächlich fällt mir das gar nicht so leicht. Sucker Punch Logo! Ich will das Sucker Punch Logo aufsaugen. Cooper und McRae. Geil. Also wirklich. Moment, ich muss mal ganz kurz einen Screenshot machen, Entschuldigung, aber das ist awesome. Das ist einfach awesome. Für die Leute, die es nicht verstehen, Cooper, Sly Cooper ist die Hauptfigur aus der Sly Cooper-Reihe. also damit dem Erstlingswerk meiner Meinung nach von Sucker Punch. Oder zumindest dem, was mir als erstes einfällt. Und Cole McGrath ist die Hauptfigur aus den ersten beiden Infamous-Teilen. Und irgendwo hier ist der Missionsstart und ich habe ihn nicht gesehen. Da! Fetch! Mein Truck ist beladen. Los jetzt! Okay. Ich glaube, ich habe einen Alarm ausgelöst, als ich an die Waffen wollte. Wenn die Akkulas uns einholen, gibst du mir lieber Rückendeckung. Los jetzt, das wird schon klappen. Weißt du, Süße, wenn die rausfinden, dass ich ihr Zeug gestohlen habe, dann gibt es Vergeltung. Und die würde ich liebend gern vermeiden. Komm schon, du hast einen Conduit bei dir. Wir können dir gar nichts. Wir schaffen die Waffen zu deinen Leuten und die finden damit Brent. Alles gut. Die klauen unsere Waffen! Fetch! Bleib bei mir, ich hab sie. Ah, ich habe ihn noch erwischt. Sehr schön. Okay, aber. Raketenwerfer direkt vor uns! Los, tu irgendwas! Vor uns? Wo vor uns? Oh, da! Haha, erwischt! Ja, wir sitzen fest. Ich lasse den Truck stehen und hau ab. Nein! Bleib ruhig, ich räume den Weg frei. Ich bin nicht von der Volksbank Raiffeisen. Also, das war mehr als Arscher. Ja, das war beabsichtigt. Oh. Wo kam der denn plötzlich her? Wir sollten abtauchen, nur eine Weile. Damit ich mich wieder aufladen kann. Gut, und ich weiß auch schon wo. Du meinst so zum Beispiel? Ja. Ich glaube, es ist sicher. Los. Okay. Ich dachte gerade irgendwie, da kommt noch was. Verdammt. Oh,
Fahrzeugschein her. Ach, siehst du? Genau darum besteht man die Akkulas nicht. Ich versuche es quer durch den Park. Wieso kriege ich eigentlich gut Punkte dafür, dass ich die in die Luft jage? Ast rein, du Superstar! Oh, okay. Das sieht irgendwie alles nicht so nett aus, was ich da gerade mache. Und der Wagen ist auch fast hinüber. Ich hoffe, die Mission geht nicht mehr allzu lang. Okay, wieder auf Kurs. Das dürfte es gewesen sein. Oder auch nicht. Die Kerle geben nicht auf. Schon einen Plan? Ich hatte einen Fluchtplan, aber das muss stimmen. Dwayne, okay. Ist der Bus bereit? Das ging gut. Ich sehe dich. Komm auf dich zu. Ein Bus? Wer war das? Eigentlich habe ich ja gerade den Fahrer ausgeschaltet, das sollte eigentlich reichen sollen. Wow! Das meinte er mit Bus. Das hat gerade gut funktioniert. Naja, manchmal klappt einfach alles. Wieso habe ich dich noch nicht in den Nachrichten gesehen? Ein Superstar-Conduit wie du ist doch garantiert der Staatsfeind Nummer 1. Ich habe Brent. Er sorgt dafür, dass ich weder abhebe noch auffalle. Ja, so, Endstation. Hier laden wir ab. Hab nichts dagegen. Komm schon, wir waren doch ein Spitzenteam auf der Straße. Stell dir mal vor, wie wir in der Kiste wären. Bewaffne deine Jungs und lass sie Brand suchen. Sonst lernt deine Kiste meinen Laser kennen. Okay, das war knapper, als ich mir erhofft habe. Und das war auch normal. Und was, wenn ich dir sage, dass ich schon Leute da draußen habe, die sich nach deinem Bruder umhören? Ich schicke dir ihre Position. Vielleicht wissen sie inzwischen schon was. In nur einem Satz wechselst du von Spinner zu okay. Wie machst du das? Ich komme halt aus Texas. Beste Begründung aller Zeiten, oder? Ich brauche irgendwo hier gerade Neon. Und ich mach mal kurz das Graffiti hier fertig. Und wende mich dann an die nächste Mission, genau. Und sobald das dann erledigt ist, mache ich halt mit den Rennen weiter und bla 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 und werde immer stärker. Und jedes Mal, wenn ihr mich seht, denkt ihr so, boah, ist sie krass. Und dann denkst du, nee, ist sie nicht. Und fertig. Ja, ich weiß, es ist voll Knorke, was ich so erzähle. Ich bin der absolute Hit. Aber nicht der Hitman. Der hat eine Glatze und ich habe lange Haare. Wieso verletzt den Rest denn eigentlich nicht? Zwei seltene Schönheiten in der Smaragdstadt. Okay, bei wie vielen Punkten bin ich? Bei 5. Nee, das ist irgendwie nicht so geil. Fokus ist relativ geil. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, was ich als nächstes lernen will. Und erstmal, ich wollte auch den Automaten aussaugen. Meckern auf hohem Niveau, ich weiß, aber ich wollte da präziser vorgehen. Hätte die Kamera gerade richtig mitgespielt, wäre das schon fast cool gewesen. Space Needle, hallo. Und... Sie ist weiter weg, als ich gedacht habe, kann das sein? Vor allem, ja, gerade muss ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich bin trotzdem so still, wie ich mit mir los. Also wirklich, Max. Was soll der Scheiß? Geh lieber eine Mission, da reden die, da kannst du ruhig sein. Dieser Klingelton. Nein, nein, ich beschütze ihn. Sag deinen Männern, ich beschütze jeden, der nach Brand sucht. Das wird gehen. Ich schieße, sobald die Sicht frei ist. Ich muss schnell sein. Shane, dein Mann atmet noch. Schön zu hören, dass du das drauf hast, weil gerade noch einer meiner Jungs entdeckt wurde. Ich erledige das. Schick mir seinen Standort.
Ich habe das dumpfe Gefühl, dass dieser Kerl viel, viel schlimmer ist, als es den Anschein macht. Komm schon. Interessant, dass man... Wenn deine Jungs entdeckt werden, nutzen wir das doch aus. Schick sie alle zu Olas Restaurant am Hafen. Ich verstecke mich auf dem Dach und erledige die Akkulas, wenn sie auftauchen. Ja, nicht schlecht. Okay, ich kann mit dem Truck in dem Laden warten. Sobald du losziehst, schnapp ich mir meine Jungs und wir hauen ab. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich... Achso, das ist einer von seinen Jungs. Sorry. Sorry, Junge. da muss ich hin. Ich muss mal kurz was gucken. Kann man die Stimmen lauter stellen? Ich kann zumindest Musik und Soundeffekte runterstellen, denn... Heilige Scheiße, gerade bei den Telefongesprächen, die sind wahnsinnig leise, die Leute. Und ich finde, ich meine, ich habe die Untertitel ja bewusst angestellt, da ich das noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, aber gut ist das auf jeden Fall nicht gelöst in dem Fall. Und boom. Willkommen im Fleischwolf, Jungs. Shane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, ma'am. Achso, das ist immer noch gerade im super-duper-awesome-Modus. Okay, meine Jungs sind draußen und gehen die Nebengasse runter. Nicht, dass es jemand bemerkt hätte. Alle Akkulas schießen auf dich. Von mir aus, wenn sie gern Hackfleisch werden wollen, nur zu. Also, diese gewisse Selbstsicherheit, die da mitschwingt, finde ich ganz erquicklich. Aber, ich würde gerade gerne als Konterpunkt Eugene haben. Das wäre großartig. Wow. Mist. Weil wenn sowas passiert. Wo sind die? Shane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, ma'am. Dieses Lachen. Wow. Okay, meine Jungs sind draußen und gehen die Nebengasse runter. Nicht, dass es jemand bemerkt hätte. Alle Akkulas schießen auf dich. Von mir aus, wenn sie gern Hackfleisch werden wollen... Nur zu. Wo seid ihr? Ich will nicht schon wieder verkacken. Das ist gerade so ein bisschen Moorhuhn mit, Menschen, aber geht auch schlechter. Also hat man auch schon... Kann ich hier jetzt schon unter Let's Fail verbuchen? Wie bei Spider-Man. Shane, sie sind abgelenkt. Hol deine Jungs raus. Ja, ma'am. Ach da. Okay, das hat funktioniert. Okay, meine Jungs sind draußen und gehen die Nebengasse runter. Nicht, dass es jemand bemerkt hätte. Alle Akkulas schießen auf dich. Von mir aus, wenn sie gern Hackfleisch werden wollen. Okay, das hat funktioniert. nicht gut.
funktioniert. Okay, das ging nochmal gut. Okay. Lass mich in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe. Wenn der Typ mich jetzt erledigt hätte, ja, das wäre ja, das wäre zu weit gegangen. Okay, das Hackfleisch. Der auch. Der versteckt sich. Und. Yes. Shane, sind deine Jungs okay? Gefunden. Na, du hast sie schwer motiviert, zu sehen, wie du auf den Putz haust. Boah, unglaublich, Kleine. Du bist der Sensenmann. Ich bin kein Monster. Ich will nur meinem Bruder helfen. Ohne ihn flippe ich manchmal aus. Dann, werte Dame, hast du Glück. Einer der Jungs, den du gerettet hast, hat gehört, dass ein Akula-Leutnant etwas in Georgetown abgeholt hat. Wenn wir den Kerl auf den Überwachungsbändern finden, können wir vielleicht zurückverfolgen, wo sie Brent festhalten. Hin und wieder bist du schwer in Ordnung. Heißt das, du lässt den Cowboy doch noch den Bullen reiten? Bullen sind männlich. Ach, was soll's. Wow. Was ein Typ. Hi. Wollte gerade sagen, stürzt er sich jetzt in den Tod? Das wäre verdammt lustig. Da ist eine Person. Passantengeisel, okay. Das sind Schießereien vorbeifahren. Da ist unser Ziel. Dann würde ich sagen, rette ich mal kurz die Geisel noch, mach das Graffiti und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich habe mir immer noch keinen Tag überlegt, an dem ich das mache. Wahrscheinlich montags. Hier unten. Und was ist das? Boom! Ach, Nahkampf macht eigentlich doch ganz viel Spaß. Könnte ruhig etwas umfangreicher sein. Ah, okay. Retten Sie 10 Geiseln. Jetzt ist auch eine Herausforderung. Und hauen Sie diesen Typ auf die Fresse, war auch eine. Nö, war es nicht, aber tat gut. Und hier will ich noch hin. Mal wieder in den Hafen. Da ist noch ein Rennen, das kann ich dann gleich machen, wenn ihr nicht zuschauen müsst. Weil da versage ich nämlich auch gelegentlich. Und noch ein hübsches kleines Bietchen zum Schluss. Deren Stil wirklich absolut großartig ist. Wieder mal den Mund zu voll genommen. Auch nichts Neues. Schade, dass es die, weil das ist ja die Vergangenheit, dass es die im Hauptspiel nicht mehr gab, die Bilder. Die sind nämlich echt schön. So, also gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch irgendwas. Gehabt euch wohl. Euer Semni.